Mit dem Programm auf dem Hauptplatz ging eine Ära zu Ende. Die Landesausstellungsreihe, die 1959 ihren Beginn hatte, wird neu konzipiert. In Bruck ziehen die Verantwortlichen positives Resümee. Die Wege zur Gesundheit führten nicht nur ins Kulturhaus, sondern auch ins Weitental, in das Gesundheitszentrum und vor allem in die Innenstadt. Die einzigartige Schau hat nun endgültig die Pforten geschlossen. Und Kabarettist Bernhard Ludwig wartete mit gesunden Schmankerln auf. Firmen, die bewachen sogar das Gewicht. Man braucht es nicht, sondern die Blickdiagnostik ist gut genug. Man sieht, ob wer blatt ist oder nicht. Gesund ist sehr viel und allein die Definitionen, die da in der Landesausstellung angeboten sind, sehr breit, so viele wie die Menschen, die dort sind. Aber man einigt sich in den Ländern auf die WHO, dass das nicht nur das Fehlen von Krankheit ist, sondern auch das Soziale stimmen muss, dass man sich wohlfühlt rundherum. Und immer mehr Länder übernehmen diese Definition von der Weltgesundheitsorganisation. Die Landesausstellung hat viel für Bruck gebracht. Das Stadtbild hat sich zum Positiven entwickelt. Darüber war man sich einig. Einigkeit herrschte an diesem Nachmittag auch zwischen Bürgermeister Bernd Rosenberger und Landesrat Kurt Flecker. Daher gab es eine eigens angefertigte Gedenkmünze für den Ressortleiter für Landesausstellungen. Seine Vorstellung einer künftigen Ausstellung sieht etwas anders aus. Nun, ich werde jetzt noch nicht das fertige Produkt sagen, aber es wird etwas werden, wo wir in einer Region kulturelle, künstlerische Bespielung durchführen, wo sich eine Region präsentiert, wo sich Kunst einer Region präsentiert, wo man aber auch von außen Künstler hereinholen kann. Es soll vorwiegend ein künstlerisches Programm und ein künstlerischer Event sein, der sich natürlich nicht über ein halbes Jahr ziehen kann. Einen lichtfreudigen Auftritt hatten die Volksschüler der Stadt. Der Fackeltanz ist Symbol für die dunkle Zeit. Allerdings erwartet Bruck keine dunklen Zeiten. Ganz im Gegenteil, durch die Landesausstellung sind viele wichtige Impulse entstanden. Die Stadt war und ist im Aufbruch. Wir wollen auch in Richtung Neupositionierung, Gesundheit, Wohlfühlen, Wohlbefinden weiter tun. Wir werden durch das neue Kulturhaus auch die Möglichkeit haben, Kongresse, Tagungen auch in der Zukunft abzuhalten. Wie gesagt, der Hauptplatz bietet sich ideal an für alle Wirtschaftsveranstaltungen, für all das, was so ein großer Hauptplatz auch bieten kann an Open-Air-Möglichkeiten und so weiter. Und wir werden genau auf jener Seite weiterspielen, die es uns auch ermöglicht, dieses Wohlfühlen, dieses Wohlbefinden auch tatsächlich umzusetzen. Und hier bin ich guten Mutes, dass uns das auch gut gelingen wird. Zukunft ist etwas, das die Menschen erst lieben, wenn es Vergangenheit geworden ist. Die Landesausstellung in Bruck ist zu Ende.